Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute im ZVZ und wir sind hier auf kochendes Blut und wie ihr hier gerade vielleicht seht, gab es ein Update. Ich weiß nicht, wann ich diese Folge veröffentliche, weil ich ja ein bisschen in der Vorproduktion aktuell bin. Aber dieses Update hat auf jeden Fall das bewirkt, dass hier jetzt blaue Mineralien sind. Ob ich das jetzt gut finde, weiß ich noch nicht. Muss ich mir nur überlegen. Erstmal habe ich. Ah, ne, ich dachte, ich hätte schon meinen Overlord verschlafen. Das wäre schon mal fatals gewesen. Wir spielen hier wieder unseren Roach Push, wie ich das im ZVZ hier gerne mache auf dieser Map. Habe ich richtige Hotkeys? Jo. Stimmt, letzte Folge war auch schon sehr, ne? So. Drone Scout. Interessant. Okay. Erstmal schön hochdrohen. Drone Scout zeigt auf jeden Fall, dass hier kein Early Pool kommen wird. Das heißt, wir können noch mal ein bisschen drohen. Das andere würde mich doch sehr überraschen, wenn er Drone Scouten würde und dann Early Pool. Das hieße nämlich, dass er so viel weniger Income hat zwischendurch. Das ist eigentlich unmöglich. Kann sein, dass er mir jetzt hier eine Evolution Chamber reinbaut. Das hat man früher gerne gemacht. Das wollten wir da gerade ein bisschen unterbinden, deshalb hier das komische Positioning unserer Worker zwischendurch. Und früher gerne gemacht, um das Gas zu blocken. Oder was heißt gerne? Es gab einige Zerg, die das gemacht haben. Ob das wirklich einen Vorteil bringt, ist dann immer so die Sache. Aber es nervt auf jeden Fall den Gegner und das ist schon immer viel wert. Gegner nerven bringt immer schon sehr, sehr viel. So. Apropos. It's not a gold anymore. Vielleicht hat er das so ein bisschen nicht mitbekommen, aber dahin so früh zu exen bringt jetzt relativ wenig aktuell. Zusätzliche Mineralien. Naja, was soll's. Bringt ihm also relativ wenig dahin zu exen. So, wir müssen uns da mal aber trotzdem irgendwie hier ein bisschen verziehen. Problem aktuell ist ja, dass wir ziemlich spät erst unsere Queens gleich haben werden. Inject. Und Gas nehmen. Gas nehmen. Wir holen uns auch mal eben zwei Linge, weil ich glaube, zwei Linge sollten schon mal drin sein. So. 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 Brauchen wir nicht. Geil. Schickt jetzt viele Linge nach vorne. Zack. Jetzt hier durch die Rocks. Könnte sein, dass er das möchte. Ja, möchte er. Sollte aber eigentlich machbar sein, da jetzt schon Roche. Oh, ich habe meinen Roche auch echt spät genommen. Wann ist denn nicht mein Roche Run durch jetzt? Da wurde aber auch Zeit. Das Supply Block zwischendurch ist echt nicht so geil. Kann ja leider keine Rocks transfusen. Das wäre auch nochmal witzig. Nein. Ihr sollt hier einfach nur angreifen. Ich habe einfach immer zu wenig davon Bauer gerade.
Sollten wir den mal hier wegziehen. So, er hat jetzt ja quasi schon drei Hedge Clay. Oh, nicht gut. Vielleicht könnt ihr mal eben mithelfen. Danke. So. So, es könnte sein, dass wir jetzt ein bisschen spät natürlich sind. Zumal wir relativ wenig Drohnen haben. Passt das hier? Das passt so gerade. Alles klar. Wann kommen ja eigentlich meine Roaches nach? Ach, die kommen hier nicht durch, oder was? Okay, ich denke, es kommen Mutas. Warum sammeln die sich denn alle so blöd? Schwarmstreitkräfte werden angegriffen. Ja, das ist ein eindeutiges Indiz für Mutas. Ne, auch Roaches. Interessant. Auch Roaches. Warum? Warum geht denn der auch auf... Das macht einfach keinen Sinn. Warum macht er das? Wenn er auf Mutas gegangen wäre, hätte er jetzt das Spiel gewonnen. Also so ist er auch übrigens gut im Spiel, ne? So ist er nicht. Aber nochmal, es ergibt keinen Sinn, was er da gerade macht. Warum spielt er auch Roaches? Ich habe 1-1. Und hatte am Anfang den Vorteil, mehr Roaches zu haben. Warum macht er das so? Ja, Also das ist sehr, sehr merkwürdig. Wenn er einfach auf Mutas gegangen wäre, dann wäre alles gut gewesen für ihn. Alertech war aber jetzt erst durch? Nee. Jetzt auch nicht so viel mehr Income als ich. Also zwischendurch sicherlich schon. Ich habe ja da ziemlich noch ziemlich viel Mist gebaut da zwischendurch. 45 zu 27. Bevor er dann hier seine Leute weggezogen hat. Aber sein Bild war halt auch einfach darauf ausgelegt, dass hier eine Gold Minerals. Oder dass hier Gold Minerals sind. Was einfach nicht der Fall war. Er hat natürlich durch seine Spine Crawl, die er gebaut hat, auch noch ein bisschen Income verloren. Aber wichtiger war noch, dass er halt einfach später angefangen hat mit Roaches zu bauen und halt noch ich die Upgrades hatte. Ich hatte ja 1-1. Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Sehen hier zwischendurch, wir waren vor seinem Push übrigens ziemlich vorne mit den Workern. Dann ist er aber quasi explodiert, als er auch seine dritte genommen hat. Naja. So, wir stellen mal vorsorglich hier um, weil die Chance, dass wir nochmal Zack bekommen, ist eigentlich nicht so hoch. Zack. Und schauen dann mal, was hier so kommt. Zweite Partie steht nun also an gegen Black Beauty aus dem Nergorix Community Clan. Lol. Was ist das denn? Okay. Ja, können wir mal machen. Oh, Black Beauty spielt immer so einen Schrott. Lol. Willkommen in der Aufnahme. Spiele nicht Mars Oracle.
Gebiet zusätzliche Mineralien wirken. Unzureichende Mineralien. So, zack. Der Cutie ist derjenige, der immer sehr, sehr komische Spielstile macht. Also so ein bisschen von. Wie hieß er noch? Cloud? Haas Cloud. Zack. Das ist ja merkwürdig. Jetzt hatte ich letztens im Livestream das schon, dass ich gegen Battle Bee gespielt habe. Chat bekannt unter SC22222222. War auch zufällig getroffen quasi. Kennen wir der mich jetzt? Zack. So. Unzureichende Mineralien. Lass mal gucken hier. Bei Black Beauty kann man sich nie sicher sein, was der so macht. Nicht? Der macht immer so einen Quatsch. Schon genug Replays von ihm gecastet, um das zu wissen. Unzureichende Mineralien. So, ich bin natürlich immer ein Nachteil, wenn ich gegen diese Leute spiele, weil die immer, also Leute aus meiner Community spiele, weil die natürlich immer einigermaßen wissen, was ich so spiele. Tatsächlich nur ein Gateway. Interessant. So, könnte ein Proxy Stargate sein. Ihr merkt, ich vermute alle komische Sachen bei ihm. Der macht hier nichts Normales, das kann ich mir nicht vorstellen. Zusätzliche Mineralien. Zack. Wir gehen jetzt einfach mal auf Blinkstalker Disruptor, weil ich das so gut kann. Dort können wir nichts heranholen. So, schön blocken. Könnte mir immer noch einen Proxy Stargate übrigens vorstellen. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. So. Unser Pilot wird an unzureichende Mineralien. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Hals ist dicht in die Stimme der Finster. Unsere Mineralien. So. Ein Adept Opening gespielt. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Was ist euer Begehr? Da ist es doch! Oh nein, ich muss mal schnell zurück. Du bitte nicht. Gegen dich immer. Ich hätte da sonst nie übrigens gescoutet, ne? Nein, renn doch nicht immer weg, Stalky. Die reichen doch völlig aus. So. Eigentlich könnten wir auch mal sagen, zack, zack, pushen. Forschung abgeschlossen. Jetzt habe ich natürlich ihm alles gesagt, was es zu sagen gibt. Overcharge? Nicht ganz, aber er dürfte auch nicht so viel Energie haben gerade. Unzureichende Mineralien. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. So, Overcharge forcen. Sehr gut. Du bitte nicht. Nicht gut, das ist Immortal. Wir benötigen zusätzliche Pylonen. So, Blink ist gleich durch. Unsere Mineralien reichen
nicht aus. Was ist euer Begehr? Ihr seid auf mich an. Zack. So, schon mal aufs Midgame vorbereiten, zwei Sentries bauen. Ah, meine Robo war halt echt ein bisschen spät. Schade, da habe ich ein bisschen spät reagiert. So, ist natürlich ein großes Risiko, auf Disruptor zu gehen, das weiß ich, weil ich kann das nicht. Unzureichende Mineralien. Und das ist nicht gut. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Wie viel Energie habe ich? 86, wir brauchen noch einen Moment. So, wir sollten auch gleich einen Observer bauen übrigens. Man weiß ja nie bei Black Beauty, nicht? So. Zack. Mineralienfeld erschöpft. Wir nehmen lieber die Base, weil da gibt es zwei Gas. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Unzureichende Mineralien. So, erster Disruptor. Dann gehen wir nochmal auf Immortal. Die Himmel warten. 0-0. Was war das? Ich habe es leider nicht sehen können. Ärgerlich. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Jetzt blinkt doch! Wir haben ein Mineralienfeld aufgebraucht. Ärgerlich. Ein Mineralienfeld ist erschöpft. Mein Bewusstsein. So, wir brauchen mal gleich weitere Gateways. Unzureichende Mineralien. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Zusätzliche Mineralien. Unzureichende Mineralien. Dass halt immer dieses Oracle noch hat. Mineralien werden benötigt. Ein bisschen blöd für uns. Ich sehne mich nach dem Kampf. So, immerhin. Das haben wir schon mal geschafft. Wo fehlt der denn eigentlich ganz hin? Unzureichende Mineralien. Und hier die Echse. Alles klar. Baut auch Disruptor. Und ist nicht auf dem Weg nach vorne. Alles klar. Hat noch nicht so viele Disruptor. Zack. Mann, jetzt muss ich echt gleich das Raptor spielen. Das ist nicht gut. Unsere Mineralien reichen nicht aus. So. Da kommt er mit 0-0. Wollte ich doch canceln. Nice. Nicht so nice. Nein, blinkt doch. Waffensysteme
So. Jetzt nicht so viele Minerals hätte, wäre geil. Habe ich aber leider. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen, weil er wird jetzt gleich Disruptor natürlich hier wieder ready haben. Wir müssen zusätzliche Piloten. Nein, jetzt bin ich echt supply-blocked hier. Können wir uns heranrufen? Der Feind greift unsere Sonden an. Mars City. Unsere Basis wird belagert. Das muss innerhalb eines Energiefeldes platziert werden. Unser Pylon wird angegriffen. So, zack. Unsere Versorgung stößt an ihre Grenzen. Wir sind verfeindet. Wir benötigen zusätzliche Piloten. GG, sehr schön. Ja, Disruptoren sind immer ein bisschen schwierig. So, aber das fing halt gut an, dass wir das Oracle gescoutet haben. Habe ich aber vermutet, erstens, weil es Black Beauty ist, aber auch, weil wir wirklich nur ein Gateway Cybernetic Score gesehen haben. Exe konnte nicht genommen werden, weil ich es geblockt habe. Irgendein Tech musste kommen und da war Proxy Oracle natürlich durch Black Beauty, ne? Weiß man ja, dass da immer ein Quatsch kommt und das hat sich diesmal auch bewahrheitet. Sehr schön, damit haben wir doch heute 2 Folgen gewonnen. Ich würde sagen, das war es dann für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr die nächste Folge klicken, unten rechts ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.